Boing. Jawohl. Oh, waren wir ordentlich belohnt. War nicht schlecht. Das hat ja richtig was gebracht. Okay. Da wäre noch ein Seil. Das haben wir gerade gemacht. Da sind wir jetzt gerade nicht so... Komm, nochmal. Ah, das N. Okay. Hopp, hopp, hopp. Und hopp, hopp, hopp. Ist da irgendwas? Nö. Okay. Da springen wir halt drüber. Ja. Der B-Knopf von meinem Controller hat einfach nicht reagiert. Er hat sich gedacht, nö, ach nö, lass mal, jetzt will ich gerade nicht. Ach, da mit dem wollte ich ja unter durch gucken, ob da was ist. Ist die Frage. Also nicht. Vielleicht ist aber auch nichts, okay. Da hätte auch was sein können, aber da kann ich das fast nicht mitnehmen, glaube ich, oder? Ja, weiß nicht. Ach, jetzt sind doch Bananen drin, das ist ja interessant. Okay. Boing. Und boing. Aha. Ich versuche noch irgendwas zu finden, was fies aussieht. Sowas. Da hält er da an. Ich habe gedacht, der war dann vielleicht oben drüber und kommt da gar nicht in die Nähe. Habe ich mich leider vertan. Aber gut. Wir kommen ja auf jeden Fall gut voran, würde ich sagen, bisher in dem Let's Play. Also darf man auch mal in einem Level ein bisschen stocken, denke ich. Es wird wahrscheinlich nicht sehr umfangreich. Mal gucken, wie die späteren Level noch werden. Da war ich ja schon. Wir schauen einfach mal. Umso schneller geht es natürlich weiter mit Resident Evil 6 und der Chris-Kampagne. Es geht jetzt ja mal im Wechsel. Hatte ich ja, glaube ich... Ja, nicht glaube ich, das habe ich ja auch angekündigt, so. So, so. Sehr viel Sprungpassagen hier. Okay. Hat er angehalten. Wack, ach, das habe ich nicht gesehen. Ich habe gedacht, da könnte ich drüber springen. Wahrscheinlich hätte ich unter durchlaufen müssen. Er ist eigentlich nicht wirklich anspruchsvoll, der Bamble-Tempel, aber, genau, so wie hier hätte ich durchlaufen müssen. Oh, ich komme der Tatsache durch. Oh! Na, jetzt ist es zu spät. Ob da was gewesen... Naja, nee, das Fass geht ja eigentlich automatisch an der roten Biene kaputt. Ich glaube nicht, dass ich da damit durchkomme. Oh, Bananen mit. Ich muss schneller sein. So. Und jetzt müssen wir wieder laufen. Und das mit Donkey, oh Gott. Da fühle ich mich mit Diddy dann schon ein bisschen wohler hier, muss ich sagen. Also nicht falsch verstehen, ich mag Donkey schon als Charakter, aber Diddy ist halt einfach etwas handlicher. Ups! Oh, da habe ich mich wieder vertan. Wieder voll in die Fresse gesprungen. Da muss ich halt unten durch. Und das ist natürlich mit Donkey noch ein bisschen schwieriger. Weil ich glaube, der rollt auch nicht so weit wie Diddy. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, das ist... Oh, das ging ganz gut. Ja, toll. Hätte ich jetzt einfach vorbeilassen können. Boy. Ups, Verzeihung. Oh. Schade. Hätte ich jetzt ein bisschen weiter nach links gelenkt, wäre ich sogar noch ins Bonuslevel reingefallen. Na egal. Wir haben ja noch ein paar Leben, so ist es ja nicht. Ich versuche trotzdem nochmal das Fass mitzunehmen. Hier auch nochmal drüber. Okay. Das war jetzt Rettung in letzter Sekunde. Ja, komm. Kann ich hier rausgehen? Nee. Ja, ich mach das nochmal eben zu Ende hier. Ich könnte mich jetzt einfach treffen lassen von dem, ne, aber was soll's. Irgendwo habe ich ja auch meinen Stolz. Ich will mich jetzt nicht von dem Klapptrap hier fertig machen lassen. Vielleicht heißen sie aber auch erst im dritten Teil Klapptrap. Also, die Gegner ändern sich vom Design her immer ein bisschen. Nur die Funktionsweise ist halt immer noch ähnlich. Aber sie ändern sich schon so ein bisschen im Laufe der Zeit. Man muss dazu sagen, dass Donkey Kong Country 3 rausgekommen ist, da war der N64 schon fast auf dem Markt, glaube ich. Oder war es sogar schon. Das heißt, es war eins der allerletzten SNES-Spiele, was überhaupt rauskam.
Und dann kam trotzdem noch dieses letzte. Dann kam schon die ersten N64-Spiele raus. Und dann haben viele halt sich dann den dritten Teil gar nicht mehr gegönnt. Ich schon, weil ich war nie so wirklich scharf auf den N64. Und ich habe gerade den dritten Teil sehr, sehr zu schätzen gewusst von Donkey Kong Country. Den mochte ich immer sehr, sehr gerne tatsächlich. Ja, da hat er aufgehört zu rollen, der Penner. Na gut. Das kann doch nicht wahr sein, dass mich das Level jetzt hier so fertig macht. Also ihr könnt mir natürlich auch gerne schreiben, ob ihr das Spiel von früher kennt, weil ich habe ja auch ein paar Abonnenten, die ein bisschen älter schon sind, also so meine Generation. Und ob ihr auch mit diesem Spiel groß geworden seid? Und wenn nicht, warum nicht? Nein, das nicht. Oder kann ja auch sein, dass ihr überhaupt nicht so das Nintendo-Kind wart oder dass das allgemein euch nicht angesprochen hat, diese Spielart. Ich meine, dieses 2D-Jump'n'Run früher, das war einfach genau meins, ne? Da bin ich halt mit groß geworden. Das, genau wie die alten Mario-Spiele, das ist genau das. War genau mein Ding. Heutzutage ist es tatsächlich so, dass Jump'n'Run, es hat sich schon geändert. Jump'n'Run ist zwar immer noch schön, aber ist bei weitem nicht mehr mein Lieblingsgenre. Okay. Scheiße, wir haben was verpasst. Soll ich da nochmal reingehen? Ja, muss ja wohl, ne? War da nicht sogar irgendwo eine Stelle, wo ich gesagt habe, oh, da hätte ich gerne mal nachgeguckt und ich konnte nicht? Da oben zum Beispiel, ne? Da war doch was. Moment, ich versuch's mal mit euch. Vielleicht ist die ein bisschen... Ja! Okay, da ist aber nur ein Nashorn, okay. Aber immerhin. Nehmen wir jetzt mal mit. Ah! Den hatte ich definitiv nicht. Was ist das denn? Sehr interessant. Oh, wir haben Espresso bekommen. Das ist ja interessant. In diesem Level ist Espresso natürlich sehr nützlich. Weil, wie ihr wisst, kann der fliegen. Scheiße. Aber wir haben jetzt alles. Okay, wir müssen das Level nicht nochmal machen. Wollen wir nochmal zu Candy und speichern? Ja komm, was soll's. Na, schützt das Spiel ab. Soll ich euch Affen was abspeichern? Ach, irgendwie ist sie gruselig. So, wir sind schon bei 39% angekommen. Das ist ja unglaublich. In der ersten Aufnahmesession. So, die Affenbande ist das nächste Level. Wir haben bisher alles gefunden. Das freut mich. Nee, haben wir nicht. In dem einen Level ja nicht. Warte mal, da war ja gerade was. Ist das nur... Das ist nur das Fass. Okay. Okay. Ups. Oh, da ist er. Ja. Das war super. Ja, also ich glaube, in der Affenbande gab es auch wieder so ein paar Bonus-Level, die nicht ganz so simpel waren. Ja gut, das Fass ist einfach nur dafür da, dass man die hier leichter kaputt machen kann. Okay. Komm her. Au. Komischerweise finde ich diese Klapptrap-Dinger in den normalen Leveln, also diese Level, schwieriger zu besiegen als in diesen Bonus-Leveln. Weil da laufen sie halt immer nur hin und her, da kann man sich so ein bisschen an das Schema gewöhnen. Hier ist irgendwo ein Bonus-Level, ich weiß es. Ach, scheiße. Nee, gar nicht wahr. Ich glaube, da muss man mit... Oh, war das hier? Hier kriegt man, glaube ich, Espresso. Ja, man muss zurückfliegen. Das war das. Moment. Da war irgendwas mit Espresso. Irgendwas war hier. Scheiße. Espresso ist tot. Da muss ich, glaube ich, runterfliegen. Ich glaube, da war das. Also ich weiß, das war wichtig, mit Espresso zurückzufliegen. Ach, scheiße. Plopp. Plopp, so. Okay. Das K... Das Hofhuhn. Hilfe. So, okay. Da kommt gleich Espresso. Den wollen wir haben. Und ich werde das nochmal probieren. Komme, was wolle. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man an dieser Einstellung... Oh Gott. Zurückfliegen muss. Ich lasse ihn einfach mal in den Tod stürzen. So, hier ist es.
Oh, war das doof von mir. War das doof. Ich sollte vielleicht auch springen. Oh Gott. Ja, also nochmal das Ganze. Ja, also diese Stelle ist schon richtig. Nur da müssen wir dann auch... Ich mache erstmal die ganzen Gegner hier tot. Ich glaube, dann hat Espresso das gleich leichter. Weil wenn wir die einmal besiegt haben, meine ich, dann sind sie auch tot. Ah, das war scheiße. So. Okay. Und komm her jetzt. Ja, das sollte eigentlich klappen. Da müssen wir natürlich nochmal aufpassen. Nein! Nein, Vogel! Ich bin hinterhergelaufen in den Tod. Geile Sache. Wir schnappen uns jetzt Espresso. Das Level will ich auf jeden Fall noch mit euch schaffen. Oh, jetzt habe ich den gar nicht getötet. Das war natürlich nicht so gut. Also ich muss nur bis hier laufen, ne? Ja gut. Den kittert. Ab hier sollte ich euch töten. Das ist vonnöten. Nein! Scheiße! Ohne Didi ist das ein bisschen doof alles. Okay, aber wir sind hier. Vielleicht klappt es jetzt ja umso besser mit Donkey. Also Espresso lässt sich ja von beiden gleich fliegen. Das ist dann egal. So. Oh, das war Glück. So, jetzt kommen wir wieder an diese Stelle. Der obere lebt noch, ne? Ja. Das müssen wir kurz probieren. Und? Habe ich recht? Ja, ich hatte recht. Jawohl. Ah, ein Glück. Ein Glück. Winky. Aha. Aber das ist ja ein Espresso-Level. Na gut. Oder gibt es hier vielleicht sogar mehrere Tiere in diesem Level? Das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall haben wir das Bonus-Level geschafft. Kriegen wir ein Leben? Wäre schön. Nee, ein Frosch. Ah, wir kriegen auch einen Winky. Ja gut. War ja... Oh, ach, es wäre noch weitergegangen. Das wusste ich doch nicht. Aber gut, ja, wahrscheinlich hätte man da noch mal ein paar Sachen bekommen. Aber wie gesagt, wir haben das Bonus-Level gefunden. Das ist das Wichtigste. Ja, wo bin ich denn jetzt rausgeflogen hier? Ich glaube, ich muss bei ihm absteigen. Tut mir leid. Ist nix. Ja, dann wahrscheinlich sind da die Buchstaben drin. Können hier jetzt noch Bonus-Level sein oder nicht? Oh Gott. Wie geht das aber da? Und weg ist er. Da unten könnte aber was drin sein. Ich muss nicht. Ach! Ich wollte ihn gerade töten. Ach, da unten ist auch noch. Oh! Das ist auf jeden Fall so ein wild gewordener Affe da. Und da gibt es auf jeden Fall noch Bonus. Okay, jetzt nehmen wir mal hier das Ding mit. Komm. Ein bisschen den Weg frei machen hier. Oh. Zumindest haben wir diesen Espresso-Bereich schon mal geschafft. Da bin ich schon mal ganz fröhlich drüber. So. Oh, das ist jetzt tatsächlich bald rum, die Zeit hier. Deswegen beeile ich mich jetzt mal. Ich versuch's zumindest. Fuck. Double Kill. Das war echt nicht schlecht. Das war auch ganz schön großzügig vom Spiel, dass der mich nicht getroffen hat. Oh, ein Glück hat der mich nicht getroffen. Meine Güte, jetzt geht's aber los. Ich lass Espresso mal da oben liegen. Da war das Level zu Ende. Scheiße! Oh, da war aber gerade eben Halbzeit, habe ich gerade gesehen. Das Level hatte Pause an der Stelle. So. Die hätte ich natürlich auch mitnehmen können, aber. Ja. Die springen auch ähnlich wie Donkey, ne? Auch diese Arme so hochgerissen. Hier ist bestimmt noch irgendein Versteck. Ach, fuck. Ja, das O komme ich erst ran, wenn ich mit Didier langroll. Oh, scheiße. Das ist aber ein Kacklevel. Also ich sag mal, ich glaube, dass die Kong-Buchstaben gar nicht mal zu den 100% dazugehören. Die sind halt gut, um halt ein Leben zu kriegen. Aber ich glaube, sie sind nicht unbedingt notwendig, um diese 101% dazu haben. Probier Double Kill. Ich versuch's natürlich trotzdem. So. Mit ein bisschen Konzentration, das ist ja auch gar nicht so schwer, ne? Muss halt einfach immer nur springen, wenn die gerade am Hochspringen sind. Gut. So. Können wir das mal versuchen hier?
mach mich nicht runter, ne? Ist egal. So, wir nehmen erstmal die Hälfte hier mit, das ist schon mal gut. So. Jetzt müsste, ich wollte gerade sagen, er muss doch wieder kommen hier. Ah, da gab es auch noch wieder eine Stelle, wo man hier runterfallen muss, glaube ich. Eieiei. Da konnte man aber vorhin stehen, das habe ich gesehen. Da war doch vorhin ein Feld zum Stehen. Bin ich jetzt doof? Jetzt bin ich irritiert. Dann war das hier. Nee. Ich war doch vorne an einer Stelle, wo dieser Affe mit diesem Fass geschmissen hat. Und ich habe dann noch gesehen, oh, da kann man aber stehen da unten. Ich gehe nochmal ein Stück zurück. Ups, Verzeihung. Ich nehme jetzt nochmal Espresso mit. Das könnte natürlich die Lösung sein. Ich dachte, das wäre da unten gewesen. Egal. Das ist das Schöne, also mit Espresso können wir ja auch drunter laufen. Oder drüber laufen, ehrlich gesagt. Ja, ehrlich gesagt. Aha. Hier ist doch was. Oh, hätte ich doch nur springen müssen. Es ist zum Vereifeln. Wie soll das alles anden? So. Einmal noch. Achso, ich brauche Espresso, ne? Zumindest für das eine Geheimnis, denke ich. Ja, so nicht. So nicht, meine Freunde. Na gut, dann versuchen wir das jetzt so. Ich versuche jetzt mal hier reinzukommen. Nee. Da auch nicht. Da kommt man tatsächlich lang. Ich sie frage, ob das halt nur mit den Affen geht oder ob wir da wirklich Espresso brauchen. Ich mache jetzt auch gleich Pause. Dieses Leben noch, dieses will ich mal probieren. Nimm noch mal Espresso mit. Weil ich möchte zumindest den einen Gang noch mal eben zu Ende fliegen. Das war doof. Ich flieg noch. Das war jetzt ein blöder Versuch. Einen mache ich noch. Verzeihung. Also das war jetzt echt doof. Ich möchte nochmal an die eine Stelle, wo ich eben da fälschlicherweise abgestürzt bin. So. So, hier war das da unten, ne? Genau. Darf ich hier mal runter? Ah, okay. Hatte einen Grund. Okay. Dann haben wir da... Oh, ein Fass, wo wir mehrere Sachen hier aufbrechen können. Okay. Boah. Sehr schön. Ein Fass, nicht ein Reifen war das. So, das war das jetzt. Na, dann gehen wir mal weiter. Das war wahrscheinlich noch nicht alles, aber wir gucken es trotzdem mal eben weiter. Vielleicht schaffen wir das Level ja nochmal eben zu Ende. Boah, du bist aber auch ein Penner, du. So, ist da unten noch was? Ich habe Angst. Ne, darf ich gar nicht lang. Gut. Da oben sind wieder Sachen. Komme ich denn da hin? Ja, toll. Ah, ich glaube, wenn da so eine Pinökel an der Seite sind, kann man das nicht öffnen. Ah. Aber hier könnte was sein. Ja, da ist mit sicher. Ja, ja, ja. Da ist hundertprozentig was und ich habe kein Fass mehr. Ja, super. Ja, es ist, glaube ich, erst lang genug. Wir, oder? Ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Ich habe jetzt ja das eine Geheimnis da unten. Vielleicht komme ich ja nochmal an die eine Stelle. War das jetzt hier? Ne, das war ja das mit Espresso. Oben lang. Das war jetzt auch nicht so klug, das Fass wegzuschmeißen, aber okay.
Und wo war das jetzt hier eben gerade? Da unten ist, glaube ich, nichts. Genau, ich wollte das mitnehmen und dann... Genau, da war noch was. Da. Jawohl. Perfekt. Und da stand Exit. Dann haben wir es ja gleich. Dann sehen wir, ob wir alles haben. Dann haben wir es auch ganz gut gemeistert. Ja, fliegen wir hier lang. Das war's schon. Ja, Wahnsinns-Bonus-Bereich. Echt. Ah, okay. Dann gucke ich nochmal eben da oben rauf. Und da gibt es nichts, wie es aussieht. Dann rennen wir raus und hoffentlich haben wir alles. Nein, haben wir nicht. Na gut, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, gucken wir vielleicht im nächsten Level nochmal bei die Affenbande. Bei der Affenbande rein. Ansonsten geht's dann weiter. Ich hoffe, ihr habt Spaß und guckt gerne weiter. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.